Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Serie Design Klassiker. Heute habe ich hier den Sessel, der eigentlich für Billy Wilder entworfen wurde und der Lieblingssessel meines Mannes ist. Und das schon seit über 40 Jahren, was man allenfalls an ein paar Gebrauchsspuren im Leder sieht. Der Lounge-Chair mit Ottoman, wie der Sessel offiziell heißt, ist von Ray und Charles Eames entworfen. Das legendäre amerikanische Gestalter-Ehepaar hat ja nicht nur diesen Designklassiker kreiert. In meinem Video über den Alu-Chair und die Alu-Coupe habe ich bereits einiges über dieses unglaublich kreative Designerpaar erzählt. Bevor sie um 1958 mit dem damals in Mode gekommenen Aluminium experimentierten, eben für diese Alu-Chair Group, haben sie bereits seit den frühen 1940er Jahren mit Schichtholzplatten experimentiert, und zwar mit dem Versuch der dreidimensionalen Verformung von Sperrholzplatten, preiswerte und komfortable Möbel gleichzeitig herzustellen, die bezahlbar und für die Massenfertigung geeignet waren. Dann aber traten die Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg ein und die Eames waren gebeten, mussten, diese Verformung, diese dreidimensionale Formung in den Dienst der Armee stellen. Es wurden also in dieser Verformtechnik wurden Beinschienen für verletzte Soldaten und auch Bahren zur Bergung der Soldaten gefertigt. Es entstanden sogar ganz leichte Pilotensitze aus diesem Schichtholz, geformten Schichtholzplatten, und sogar Einzelteile für ultraleichte Flugzeuge wurden daraus hergestellt. Ab 1946 realisierten die Eames dann tatsächlich Möbel mit diesem patentierten Plywood-Verformungssystem. Und das für die damals aufstrebende Büromöbelfirma Herman Miller, die die Möbel im Übrigen in Amerika bis heute herstellt. Warum machen wir nicht einfach einen neuen Clubsessel, und zwar einen leichteren, moderneren, bequemeren? Das soll Charles Eames gefragt haben, als es darum ging, mit dieser Verformungstechnik neue Möbel herzustellen. So entstand in mehrjähriger Entwicklungsarbeit für Herman Miller der Lounge Chair aus gebogenen Schichtholzplatten aus Palisander, hochwertigstem Material, was heute natürlich nicht mehr benutzt wird, das gepolstert wurde. Die Polster sind aufgeklemmt und ja, in sehr weicher Polsteroptik, oder sagen wir mal nicht bloß weich, sondern eben bequem, dass man wirklich stundenlang hier sitzen kann und lesen kann. Dieses Möbelstück ist Teil der Ausstellung des Museum of Modern Art in New York, aber nicht nur da, sondern steht in eigentlich allen renommierten Designmuseen der Welt. Und der Lounge Chair ist auch immer wieder Filmrequisit, nicht nur bei Hollywood-Filmen, auch in Fernsehserien und natürlich in ganz vielen James Bond-Filmen. Der Filmregisseur Billy Wilder, ein Freund der Eames, hat übrigens die Inspiration für diesen Ruhesessel gegeben. Wilder fehlte beim Drehen seiner Filme ein Sessel, in dem er in den Pausen oder ja, auch zwischendurch mal sich ausruhen konnte oder ein kleines Nickerchen halten konnte. Er erhielt natürlich dann den ersten fertigen Sessel als Geschenk. Naja, da konnte er ein schönes Nickerchen machen beim Drehen. Da die Menschen über die Jahrzehnte natürlich größer wurden, wird seit einigen Jahren der Lounge Chair in einer größeren Variante, was optisch gar nicht zu merken ist, hergestellt. Und im Übrigen auch mittlerweile in anderen Hölzern als Palisander, das ist ja viel zu wertvoll geworden. Und auch in farbigem Leder, es gibt ihn also auch in Weiß, in Rot, in, wenn man will, auch in Rosa. Hergestellt wird es in Europa in Lizenz von dem schweizerischen Designunternehmen Vitra, das einen deutschen Standort in Weil am Rhein hat, wo Vitra diesen Vitra Design Campus installiert hat, wo sehr viele renommierte, international renommierte Architekten einzelne Hausobjekte geschaffen haben. Es ist also immer wieder für Architektur und Design interessierte Menschen interessant,
diesen Vitra Design Campus mal zu besuchen und das Design Museum natürlich auch. Der Lounge Chair kostet übrigens hier nach Ausführung neu ab 7.500 Euro und wird im Netz Secondhand sogar mit leichten Gebrauchsspuren immer noch so um die 6.500 Euro gehandelt. Natürlich nur das Original. Mit dem Lounge Chair setzten die Eames jedenfalls ganz neue Maßstäbe. Er ist nicht nur leichter und eleganter und auch natürlich moderner als die damals klobigen Clubsessel, er ist tatsächlich auch bequemer.